Zum Beispiel Wheelie Drop. Hi, liebe Leute, ich bin's wieder. Ja, jetzt wundert ihr euch bestimmt, warum mit dem Winterhelm indoor. Ich will gleich noch mit euch rausgehen. Ich bin der Coworking Lunch, also ich muss ja auch Schreibtischarbeit machen, eine Menge eigentlich. Videoschneiden ist nur ein ganz, ganz kleiner Teil davon. Und ich bin der Coworking Lunch in Winterberg, das, wo ich halt sitze, wo man halt, wenn man halt selbstständiger ist, wenn man nicht zu Hause arbeiten will, super arbeiten kann. Das Thema fürs Video heute ist, wie kann ich im Winter besser werden, also Top 5 Tipps zum besseren Biker oder Bikerin. Heute Teil 1 und ja, ich hoffe auf jeden Fall, dass es euch inspiriert. Und natürlich geht es auch um Fahrtechnik. Ich muss mal ganz kurz gucken. Computer? Fahrtechnik? Okay, ist ein schlechter Gag aus Star Trek. Wir machen das draußen, aber ihr wisst, online habt ihr unsere Tipps. Und zack, erster Tipp, wir gehen raus. So, liebe Leute, ich bin nicht allein. Hinter der Kamera oder auch mal vor der Kamera habe ich den Finn mit dabei. Hi. Von der Coworking Lunch in Winterberg. Und ja, werdet ihr sehen, bei späteren Themen auch noch ein guter Ansprechpartner, weil er im Biathlon Leistungssport ist. Also wenn es ums Fitbleiben im Winter geht, kann er uns noch Tipps geben. Wir haben jetzt das Thema Nummer 1 und zwar fahrt viel Fahrrad. Im Alltag jetzt im Winter, viele fahren dann kaum Fahrrad, machen keine Ahnung was für ich, gehen schwimmen oder Fitnessstudio. Aber man kann ja auch ins Fitnessstudio mit dem Fahrrad fahren. Und ich zeige euch gleich ein paar Aufnahmen, wie ihr dann ein bisschen üben könnt auf dem Weg zur Arbeit. Also auch im Winter, ich fahre jeden Tag mit dem Fahrrad. Ich habe ein Faltrad, ich habe verschiedene Räder. Heute seht ihr hier Schnee in Winterberg. Also Fatbike, ganz klar. Okay, liebe Leute, das heißt natürlich, ihr sollt immer spielerische Challenges suchen. Auf einer Bordsteinkante balancieren, so einer hohen oder einer kleinen. Es gibt auch noch schmalere. Und wenn es nicht mehr klappt, up, runterdroppen. Und ihr werdet merken, jeden Tag Fahrrad fahren heißt, jeden Tag das Bikegefühl, die Bikekontrolle verbessern, dass ihr nicht im Winter einrostet. So, da kann man schon mal üben für die Norschau-Saison im Bikepark. Und doch nur Auffahrt mit Autos. Dann könnt ihr schon mal üben für Norschau-Bretter im Bikepark. Und Leute, keine Angst vor Schnee, auch mit lustiger Herausforderung. Gucken, ob er vereist ist oder nicht. Wenn ihr mehr Schnee habt, werdet ihr merken, es macht auch Spaß. Nur aufpassen, wenn ihr viel fahrt, also auf dem Arbeitsweg, und ihr habt irgendwann so richtig Eisplatten. Das kann bei kalten Wintern oder je nachdem, wo ihr wohnt, vorkommen. Dann bietet es sich an, ans Vorderrad das Bikes zu machen. Genau, sonst fahrt auch im Schnee, freut euch wie ein kleines Kind und genießt das. So, also wenn ihr natürlich mit dem Fahrrad zur Arbeit fahrt oder zur Uni, zur Schule, Ausbildung, was ihr je nachdem, was ihr macht, müsst ihr natürlich absichern, dass ihr euer Fahrrad gut abstellen könnt. Ich kann es hier in der Coworking Lunch gut in Fahrradkeller tun. Und ja, dann müsst ihr gucken, vielleicht einfach nochmal euren Arbeitgeber ansprechen. Weil er will ja auch, dass die Arbeitnehmer gesund sind. Und dann macht es euch vielleicht doch leichter und mit ein paar Maßnahmen, dass ihr euer Fahrrad abstellen könnt, euch umziehen könnt. Vielleicht, wenn ihr eine Dusche habt, je nachdem, wie lange ihr mit dem Bike zur Arbeit gefahren seid. Liebe Leute, Tipp 2, damit ihr im Winter besser werdet. Und zwar fahrt hart. Ja? Also fahrt ruhig in Hardtail. Dann könnt ihr euer Fully, euer Enduro ein bisschen schonen. Ihr wisst ja, im Winter Salz, Matsch, alles relativ schlecht für das Fahrrad, wenn ihr die Option habt, zwischen mehreren Rädern zu wechseln, und eure Fahrtechnik wird besser. Ich habe jetzt mal zwei Beispiele. Hier das Rad von Finn für sein Training. Einfach ein leichtes Hardtail. Kann man auch für Marathonrennen und so sonst benutzen. Aber wenn man halt schnell auf Radwegen zur Arbeit fährt, es ist gut, ein leichtes Fahrrad zu haben und sich mal richtig schön auszupowern. Auf jeden Fall gutes Trainingsrad. Und wenn ihr in Trails fahrt, ihr wisst, ohne jetzt das dicke Fully und dem, ja, was man sonst noch so an seinem Enduro oder Freeradbike hat, ist natürlich auch eine gut für die Fahrtechnik, weil es nicht so fehlerverzeihend ist. Wenn ihr mal jetzt meine Maschine anguckt hier, das ist hier so ein Überlebensrad, also ein Fatbike, wisst ihr ja, wenn ihr mir auf Social Media folgt, dann
kennt ihr das auch. Natürlich mit Rohlaufschaltung aus Kassel und so weiter und so fort. Möglichst simpel alles, habe ich mir gebraucht geholt. Und das ist gerade für die Leute, die halt einfach sagen, ich möchte jetzt kein Schnickschnack, keine Federung, irgendwelche Lager, die gepflegt sind. Ich möchte einfach nur fahren. Und deswegen für die Fahrtechnik auch gut. Ich sage es ganz ehrlich, es hat keine Federgabel. Und so normale Trails fahre ich noch, dann so ein bisschen langsamer als sonst. Aber wenn es dann richtig huppelig, roppelig verblockt wird, dann macht das auch nicht mehr so Spaß. Also dann würde ich schon eher mit Federgabel fahren oder am besten dann doch das Fully. Müsst ihr euch aussuchen. Mein Tipp trotzdem, wechselt auch euer Winterbike, fahrt ruhig Hardtail, das ist sehr gut für die Fahrtechnik, macht euch zum besseren Biker. Liebe Leute, übt jetzt ruhig im Winter die Sachen, die ihr sonst, weil ihr keine Zeit habt, weil wenn ihr eure wertvolle Freizeit habt, geht ihr lieber Trails fahren, Bikepark, alles mögliche. Jetzt im Winter, wenn es eh früh dunkel ist oder die Bedingungen sehr schlecht sind, könnt ihr gezielt Manöver üben, wie der Wheelie-Grat, Bunnyhop, Manual, Hinterrad versetzen. Nutzt die Zeit. Und es ist auch sehr gut, spielerisch voranzugehen und sagen, ich habe keine Zeit mehr, um eine Tour zu fahren. Es ist dunkel oder so schlechte Bedingungen, ich würde die Trails kaputt fahren, weil es so matschig ist schon seit Wochen. Dann übt ihr diese einzelnen Dinge und da möchte ich euch inspirieren. Könnt euch nochmal die Tipps auf meiner Webseite fahrtechnik.tv, das Online-Coaching mal reinziehen, ist ganz neu. Und dass ihr aus dem Winter kommt und neue Moves könnt oder die noch besser könnt. Also, ob es der Wheelie ist, der Manual, der Bunnyhop, irgendwas werdet ihr zum Üben haben. Und schreibt mal in die Kommentare, was euer Ziel ist, im Winter zu lernen. Und seid auf jeden Fall motiviert. Und zwar, Balance gehört dazu, was die meisten im Sommer nicht genug üben. Und wenn ihr noch nicht stundenlang so stehen könnt, dann müsst ihr es auf jeden Fall noch üben. Und es macht Spaß, könnt ihr auch an der Ampel machen. Und auf jeden Fall hört das nie auf. Ihr könnt auch anfangen, ganz leicht so ein bisschen rückwärts zu fahren, immer weiter spielen. Und ihr werdet merken, Balancetraining ist einfach der Bringer, auch im Winter. Okay. Also wenn ihr Bock habt, könnt ihr natürlich auch immer euch Mauern oder sowas suchen. Ich habe jetzt gerade keinen Bock hier runter zu droppen im Wheelie Drop, aber ein bisschen Balance halten, ein bisschen auch den Kopf frisch halten, weil man natürlich mehr Angst hat, dass man runterfällt. Ja. Und immer kleine Herausforderungen suchen, zum Beispiel Wheelie Drop. Yes. Also, immer mal wieder sich ein bisschen erschrecken. Kleinen Wheelie Drop. Noch nie gemacht mit dem Fatbike. Bisher immer nur ein bisschen rumgeklust. Aber es geht. Trotzdem nicht normal. Ihr müsst nichts Gefährliches trainieren. Nehmt ruhig mal ganz schmale Bordsteinkanten. Ihr werdet merken, man fühlt sich ein bisschen wie Danny McGaskill auf einem Bahngleis. Und es ist überhaupt nicht gefährlich, man kann es immer wieder versuchen. Mein Versuch war jetzt ein bisschen kurz, ich mache nochmal leicht Loch ein. Aber es ist eine super Challenge und ungefährlich. Also man muss nicht von einer glitschigen Mauer mit dem Fatbike springen, so wie ich gerade. Sondern ihr könnt im Winter kleine Challenges Step by Step nutzen. Übt das, was ihr sonst nicht übt. Ihr fahrt sonst vielleicht Treppen schnell runter. Jetzt fahrt ihr sie mal möglichst langsam. Also, ja. Also, dann fahrt ihr Treppen mal super langsam, weil ihr das sonst nicht macht. Und dann mal gucken, wo ist das Limit. Ja, kombiniert sich natürlich gut mit dem Punkt mit dem Hardtail. Weil mit dem Hardtail macht es auch immer nicht viel Spaß, brrrp, überall runter zu rattern. Was ihr vielleicht im Sommer beim Freeriden macht. Oder mit dem Enduro. Jetzt könnt ihr einfach mal möglichst langsam in der Treppe stehen bleiben, weiterfahren. Sucht euch Treppen, die so Treppe, Plateau, Richtungswechsel, Treppe, so Sachen. Und ihr werdet merken, so könnt ihr auch im Winter das technische Fahren weiter üben. Ich verlinke euch mal das Video dazu und do it. Also der Finn kommt jetzt hier mal angesprintet. Jo, Finn, Tipp 4, was empfiehlst du, damit man fit bleibt im Winter? Im Winter auf jeden Fall immer mal wieder Intervalle machen, weil gerade im Winter, wenn die Zeit nicht so da ist und auch der Spaß für lange Touren nicht gegeben ist, unbedingt ein paar Intervalle einbauen, aber nicht vergessen, vorher ein bisschen aufwärmen und dann bleibt ihr im Winter auch schön fit. Also kann man auch ruhig mal so ein bisschen in den roten Bereich gehen, dass ein bisschen die Beine brennen, der ganze System mal
Also nicht zu bequem werden quasi, trotz der kalten Luft. Nein. Wenn man im Winter auch fit bleiben will und im Sommer nicht lang trainieren möchte, auf jeden Fall. Also, vielleicht kleiner Tipp noch von mir dazu, und zwar, ich bin im Alter, sage ich jetzt mal, auch ein bisschen empfindlicher geworden, was die kalte Luft angeht. Vorher habe ich immer nur normalen Sommerhelm angehabt. Jetzt, wenn man keine Haare mehr hat oder so, ziehe ich mir schon so ein Multifunktionstuch unter den Helm an, wenn ich einen Bikehelm anhabe, normalen. Und wenn es richtig kalt wird, also so bei minus 10 Grad oder so, dann auch so ein Tuch, was hier so drüber geht. Dass man die Luft, weil manche Leute haben ein Problem mit der kalten Luft. Und wenn du dann in den roten Bereich gehst, das einzuatmen, manche können das nicht so ab. Ich denke mal, man kann sich da ein bisschen dran gewöhnen, aber jeder ist anders und man kann sich halt die Multifunktionstücher da zunutze machen. Liebe Leute, ich bin im Kraft- und Fitnessraum, hier in der Coworking Lounge in Winterberg, und ihr wisst, immer schön auch andere Dinge machen, wie Tischtennis spielen. Oh, fuck. Ich will Finn mich hier nicht so doof dastehen lassen. Oh. Und ihr seht schon, man sollte nicht nur Radfahren, auch andere Dinge helfen, Reflexe und so weiter und so fort. Ihr könnt ja auch Rundlauf spielen, wenn ihr ein bisschen Ausdauer wollt. Wir machen noch eine Runde und dann geht's an die Fitnessgeräte. Also liebe Leute, ich muss jetzt Anfang der Wintersaison anfangen, Klimmzüge zu trainieren. Der Finn zeigt mir gleich mal, wie man das vernünftig macht. Aber ihr werdet nächstes Jahr besser im Bikepark, bei Stürzen generell, wenn ihr auch eure Oberkörpermuskulatur, könnt ihr mal ein bisschen rumhängen, ein bisschen im Fitnessstudio abhängen. Ich bin immer noch an meinem Arbeitsplatz eigentlich. Also ich glaube, ich lande jetzt mal lieber und dann zeigt mir Finn, wie das geht. Also, auch wichtig, immer verschiedene Variationen machen, also einmal zum Beispiel so einen Griff oder so einen Griff. Und ja, aber warte mal, Finn, das sieht ja so einfach bei dir aus, du bist trainiert. Was würdest du denn jemandem sagen, der noch nie Klimmzüge gemacht hat oder einmal versucht hat und grandios gescheitert ist und jetzt dachte, das ist nichts für mich? Wie kann man sich denn da rantasten? Ja, verschiedene Stufen ausprobieren. Erstmal nur so hängen oder sich dann mal hochziehen und halten. Und vielleicht mal mit ein bisschen Unterstützung von jemandem, der unten steht. Aber dass ihr euch immer rantastet. Und dann schafft ihr irgendwann auch mehr, auch wenn ihr am Anfang denkt, das klappt nicht. Ja, und sonst mit Körpereigengewicht, Liegestütze, alles Mögliche kann man machen, um sich zu stärken. Hast du irgendwie einen Tipp, wie oft in der Woche? Jeden Tag mal ein paar oder alle zwei Tage? Entweder so jeden Tag mal ein paar oder wenn man sich wirklich fest was einträgt, so zwei bis dreimal die Woche, aber dann wirklich regelmäßig und immer das Gleiche machen. Und mit Ruhetagen? Auf jeden Fall. Okay, ja, dann seht ihr hier, ich zeige euch mal ein bisschen rum, wie es im Keller von euch aussehen könnte. Oder wenn euer Arbeitgeber sportlich motiviert ist. Hier ist ein Boxsack, also wenn ihr euren Chef nicht mögt, dann müsst ihr euch so ein Bild dann aufhängen. Ne, ist auch gut für die Fitness. Gymnastikbälle, guckt euch mal ein paar Videos an von Nino Schurter oder Kate Courtney, die Cross-Country-Mountainbiker. Und ihr seht hier Gewicht. Ausdauer kann man vielleicht zu warm machen, aber das mache ich nur draußen eigentlich. Also Stepping oder Spinning. Ich sage schon mal danke an Finn. Gerne. Das war jetzt aber nur Teil 1. Ja. Es geht natürlich jetzt ein bisschen nachher in die anderen Top 5, wie ihr besser werdet. Ein bisschen wieder in den fortgeschrittenen Bereich von Sprünge, Rampen, Bunnyhop und so weiter. Ich hoffe, ihr seid motiviert. Schreibt mal in die Kommentare, was euer Ziel ist jetzt über diesen Winter. Ja, und dann freue ich mich aufs nächste Video. Wir sehen uns. Bis dann.